Und da bin ich jetzt auf eine neue Technik aufmerksam gemacht worden, die jetzt nicht operativ stattfindet. Und zwar möchte ich, jetzt nicht erschrecken, meine Lippe, meine Oberlippe mit Botox behandeln lassen. Morgen geht es in die dritte Runde. Das heißt, ich kriege morgen zum dritten Mal meine Lippen mit 1 ml Hyaluronsäure wieder aufgespritzt und ich freue mich mega. Also die Arnika-Streukügelchen habe ich jetzt wieder 3 Tage vorher eingenommen. Die sehen so aus, kennt ihr ja schon bereits und ja, so sehen sie jetzt im Moment aus. So sehen meine Lippen jetzt nach der dritten Behandlung aus mit 1 ml Hyaluronsäure und ich finde, es kommt dem Wunschergebnis immer näher. Für viele ist das really, really too much, aber das geht auf jeden Fall in die Richtung, wie ich mir meine Lippen vorstelle. Und jetzt schone ich meine Lippen und werde die jetzt erstmal direkt eincremen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Salbe drauf, nehme da großzügig was von und gehe über die Lippen. Da gibt es kein falsch oder richtig. Einfach drauf. So sieht es dann aus. Lasse ich jetzt so einziehen. Ihr wisst ja, wofür Arnika gut ist. Es soll die Schwellung ein bisschen lindern und halt gegen die blauen Flecken wirken. Hallo Leute. Leute, ich wollte euch mal eben schnell meine Lippen gezeigt haben nach der dritten Lippenunterspritzung. Es sind jetzt erst 4 Tage nach der letzten Lippenunterspritzung her. Das heißt, dass die Lippen noch geschwollen sind. Die schwellen noch ein großes Stück ab durch die Einnahme der Arnika-Kügelchen. Und der Arnika-Salbe sind die blauen Flecken so gut weggegangen. Also sie werden jedes Mal, gehen sie schneller weg, ja? So sehen sie im Moment aus. Und zwar ist das jetzt hier das Ergebnis der dritten Lippenunterspritzung, beziehungsweise das sind jetzt nach der dritten Unterspritzung 14 Tage fast her. So sehen sie im Moment aus und ich wollte noch ein Thema in diesem Video aufgreifen, was wirklich sehr, sehr nachgefragt ist und zwar das Thema Lippen massieren und Knötchen. Ich bitte euch hier und jetzt, wenn ihr Fragen habt, das in die Kommentare zu schreiben. Also schreibt Kommentare, eure Fragen zum Thema Lippen massieren und Knötchen, die durch die Hyaluronsäure Injektion entstehen können und dann werde ich dazu ein separates Video machen. Ich habe jetzt aktuell auch einen Knoten hier und irgendwo anders noch hier. Aber das macht mir überhaupt nichts. Die Knoten sind Teil jeder Lippenunterspritzung. Sie dürfen nur nicht so stark sichtbar und tastbar sein. Leute, ich möchte noch mal nach Wochen, vielleicht sogar schon 2 Monaten euch nochmal ein Update zu meinen Lippen geben. Was gibt es Neues bezüglich meinen Lippen? Also, das ist jetzt erstmal, sind jetzt erstmal meine Lippen nach der fünften Lippenunterspritzung. Morgens sind die Lippen immer etwas geschwollen, etwas stark geschwollen. Das mag ich persönlich sehr. Aber so gegen Mittag schrumpfen die halt wieder so ein bisschen. Und ich habe mir jetzt schon 5-mal die Lippen unterspritzen lassen und so langsam möchte ich auch, dass die Lippen mal so bleiben, ne? Also so wie im geschwollenen Zustand möchte ich sie eigentlich dauerhaft haben. Reicht das einfach nicht. Ja, also ich weiß, dass viele Leute dieses Ergebnis schon super finden. Ich finde es auch gut dafür, dass ich dass vorher nie Hyaluronsäure bei mir in den Lippen gehalten hat, finde ich dieses Ergebnis schon wirklich gut. Aber man lebt halt mit der Zeit, mit den neuen Lippen und man sieht halt auch andere Lippen und
Ich bin ein Mensch, ich bin sehr schwer zufriedenzustellen und ich bin halt auch nicht lange glücklich mit etwas. Ich mag meine Lippen im angeschwollenen Zustand sehr. Das kommt dem Ergebnis, wie ich mir meine Lippen wünsche, schon nah. Und ich finde es schade, dass es nach dem jetzt nächste Woche Freitag zum 6. Mal Lippen unterspritzen immer noch nicht das geworden ist, was ich mir wünsche. Und deswegen bin ich im Moment nicht so zufrieden. Ja, also so langsam komme ich wieder an so eine Frustrationsgrenze, wo ich sage, meine Lippen gefallen mir nicht. Sie sind viel zu schmal, viel zu wenig Volumen für schon 5 ml. Ihr müsst aber auch wissen, dass ich einen guten Stoffwechsel habe. Ich mache keinen Sport, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Das sind so alles so Faktoren, die die Haltbarkeit von Hyaluronsäure in den Lippen beeinflusst. Und eigentlich habe ich ideale Voraussetzungen, dass Hyaluronsäure bei mir gut halten sollte. Es hält aber relativ wenig. Also es bleibt in Relation zu anderen Leuten relativ wenig Füllmaterial in meinen Lippen. Ja, also es baut sich bei mir immer noch viel ab, obwohl ich so langsam meine Lippe an dieses Füllmaterial gewöhnen müsste. Aber ja, ich habe immer so Up and Downs, ne? Also ich sage manchmal so, wenn ich mich so mit Nadine vergleiche, dann sieht man das schon, dass ich was machen lassen habe, aber es reicht mir halt einfach noch nicht. Und ich werde auch beim nächsten Termin zu 100% darauf bestehen, dass eine Mail komplett in meine Oberlippe gespritzt wird. Meine Unterlippe ist gut, ja, also meine Unterlippe ist reichlich prall gefüllt. Das reicht mir voll und ganz. Meine Oberlippe ist so das primäre Ziel für mich. Und da müssen wir halt noch ordentlich Hyaluronsäure reinpumpen, meiner Meinung nach. Ne? Das ist Geschmackssache. Aber ich habe so langsam das Gefühl nach 5 oder 6 Unterspritzungen, dass das Maximum ist, was meine Lippe aushalten kann. So. Und du denkst ja jetzt so, hä, hab auch einfach Geduld und das wird schon irgendwann. Ich glaube es fast nicht, weil ich weiß nicht, ob ich es jetzt in den Lippenunterspritzungsvideos nochmal erwähnt hatte, aber meine Lippen sind kaputt, beziehungsweise mein Lippengewebe ist kaputt. Zum einen, weil ich so viel Shit drin hatte, ne? Bislang. So viele unterschiedliche Filler in unterschiedlichen Stärken. Es wurde so oft mit der Spritze injiziert in die Lippe, ins Gewebe, unterschiedlich tief, unterschiedlich oberflächig, etc. Das ist das, aber das nebenbei, ne? Das ist so nicht hauptsächlich, so nebensächlich ist das Problem, dass mein Gewebe halt schon stark beschädigt ist. Was aber der Hauptgrund für mein kaputtes Lippengewebe ist, ist, dass ich das Lippenimplantat mir implantieren lassen habe vor ein paar Jahren. Das war ja ein totales Fail. Das hat mir auch alles kaputt gemacht. Also wirklich, dass ich das Lippenimplantat mir implantieren lassen habe. Und dann, nachdem ich gemerkt habe, dass sich bei mir eine Kapselfibrose gebildet hat, in Anführungsstrichen, habe ich es dann halt auch wieder rausnehmen lassen. Und das hat natürlich mein Gewebe kaputt gemacht. Ja, das Implantat musste sich legen, sowohl unten als auch oben. Aber dadurch sind natürlich auch Hüllen entstanden. Ne, wenn ihr das vorstellt, so wie bei Brüsten, ihr müsst ja auch einen Platz für das Implantat schaffen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt vor oder hinter den Muskel gelegt worden ist. Ich vermute fast vor den Muskel, dass es halt auch richtig gut rausscheinen konnte. Jedenfalls ist dabei eine Menge Gewebe verletzt worden und beschädigt worden. Und ich merke das und ihr könnt das auch schon sehen anhand dieser Schwellung. Hier diese Knubbel, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Man sieht auf jeden Fall, dass da ein Kanal geschaffen worden ist in meinen Lippen, in meinem Gewebe. Und ja, das sind halt die Narben, die herausgedrückt werden. Ne? Also das ist nicht Hyaluronsäure, was hochgerutscht ist, was man in erster Regel vermuten würde. Ich bin mir sicher, es sind meine Narben, die durch das Lippenimplantat entstanden sind. Unten sehe ich das relativ wenig. Eigentlich gar nicht. Das hier meine ich, ne? Das lag halt auch so weit oben. Und das ist das, was das Problem darstellt. Der Arzt von damals, der hat mir das Lippenimplantat verkehrt eingesetzt. Das ist während der OP schon ein Stück nach hinten gerutscht. Wo das lag, kann man immer noch heute sehen. So, und das konnten wir auch nicht mehr korrigieren. Das ist
ungünstig gelaufen. Wer sich für diese Story interessiert, ich verlinke euch mal hier im Video oder am Ende des Videos im Abspann oder alternativ noch unten in der Videobeschreibung mal die paar Videos, die ich zum Lippenimplantat gedreht habe. Ich habe mich mit zur OP genommen. Alles, was danach noch gefolgt ist mit Lippenunterspritzung mit Eigenfett etc., das habe ich euch alles ja auch aufgenommen. Könnt ihr mal unten reingucken am Ende des Videos. Könnt ihr im Anschluss mal gucken, was euch davon interessiert. Jedenfalls würde ich euch das nicht empfehlen, solche Sachen zu machen. Ich bereue das auch zutiefst. Es war eine extrem schlimme Zeit für mich. Und deswegen habe ich euch jetzt die ganzen Infos gegeben, also so ein bisschen die Hintergrundinformation gegeben, warum das gar nicht halten kann. Weil das Gewebe kaputt ist. Das kann gar nicht mehr so viel aushalten. Ja, also es kann Hyaluronsäure nicht mehr binden, vernetzen etc. Also nicht mehr so gut wie eure gesunden Lippen da draußen zum Beispiel. Oder die Lippen meiner Schwester. Na, da, meine Schwester hätte jetzt Glück. Oder andere Leute haben auch eine ganz andere Beschaffenheit. Die haben eine Ausgangslage, die ist schon so, wie ich sie jetzt habe. Und wenn die 1 ml oder 0,5 reinmachen, dann haben die schon Top-Lippen. Bei mir ist das ein Prozess, wo das wirklich dauert. Mein Ziel ist es aber immer noch, eine große Oberlippe zu bekommen. Oder zumindest gleich groß wie die Unterlippe. Und da bin ich jetzt auf eine neue Technik aufmerksam gemacht worden, die jetzt nicht operativ stattfindet. Und zwar möchte ich, jetzt nicht erschrecken, meine Oberlippe mit Botox behandeln lassen. Botox ist prinzipiell kein Füllmaterial für die Lippen, sondern eher was für die Faltenunterspritzung, zur Definierung etc., aber nicht für den Volumenaufbau. Diese Methode nennt sich Lip Flip. Und bei dem Lip Flip wird Botox am Lippenrand injiziert, auch nur punktuell. Und was dabei passiert ist, Botox lähmt quasi meinen Muskel, den ganzen hier. Das wird nicht ins Gewebe injiziert, sondern wirklich in den Muskel. Und was habe ich da für einen Effekt? Nun ja, also es kehrt sich meine Oberlippe nach außen. Ja? Also ich muss nur so drücken und ihr würdet den Effekt schon sehen. Ja? Das ist für mich eine Goldmethode. Die muss ich unbedingt ausprobieren. Viele machen das, wenn die reden oder lachen, dann zieht sich deren Oberlippe nach innen. Ja, die kehrt so ein, die dreht sich ein. Und das finden viele Leute nicht schön, das stört die. Ja? Das nennt man Gummy Smile. Das wollen die durch diese Technik halt verhindern. Automatisch hast du dann auch eine größere Oberlippe und das ist halt mein Ziel, dass ich alles das, was hier liegt, nach oben ziehe. Dann wäre ich schon super zufrieden. Ich glaube einfach, dass ich mit Hyaluronsäure nicht mehr weit komme. Ja? Ich will jetzt auch nicht einen Bullhorn Lip Lift machen. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Lip Flip. Bei einem Lip Flip wird wirklich nur Botox in den Lippenrand. Oder hier, da gibt es ja auch so eine Plasma-Technologie, aber das will ich alles gar nicht machen. Ich möchte am Lippenrand Botox injiziert bekommen, damit mein Muskel dort gelähmt wird und die Oberlippe rausgezogen, hochgezogen, whatever wird. Und das werde ich machen, das werde ich auch groß mitfilmen und auch TikToks dazu machen, also bezüglich vorher und nachher. Möchte ich TikToks dazu machen. Wer mich da noch nicht folgt, der sollte das unbedingt tun, wenn dich dieses Format interessiert. Klar werden auch YouTube-Videos folgen, aber ich nehme euch direkt mit beim ersten Mal auf TikTok. Ja? Folgt mich da gerne. Alle unsere Social-Media-Accounts, auch den Account von meiner Schwester, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da müsst ihr euch bitte die Mühe machen und mal runter scrollen und gucken. Ja? Folgt uns dort gerne. Meine Schwester macht auch sehr unterhaltsamen Content. Ich bin eher so, ja, funny Content, aber auch, ich bemühe mich auch mittlerweile dort Content zu liefern, was auch Sinn macht. Ja, also nicht nur Comedy, sondern auch etwas DM-Holz, Aufgebaut-Videos, alles das, was hier auf YouTube im Moment nicht mehr so angesagt ist. Wollen wir mal gucken, dass wir das auf TikTok ins Laufen kriegen, auch so zum Bezug auf Haare. Macht meine Schwester sehr guten Content, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und je nachdem, wie gut das gelaufen ist, ja, möchte ich dann darauf, um das Volumen nochmal zu erzeugen, nochmal mit Hyaluronsäure nachhelfen. Je nachdem, wie gut das Lip Flip wirkt und hält, brauche ich dann nicht mehr diese teuren 250 Euro für Hyaluronsäure aufwenden. Dann komme ich mit 60, 90 Euro im Monat
doch günstiger mit einem Lipflip aus. Aber ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Vielleicht geht es ja auch wieder schief und dann lasse ich es auch wieder. Aber ich wäre nicht Netti, ich bin Löwin von Sternzeichen und ich bin eine Kämpferin. Und wenn ich mir etwas wünsche, dann, dass ich mit mir selbst zufrieden bin. Genau, das ist das, was ich euch aufnehmen wollte. Ich werde damit jetzt Teil 3 abschließen und euch im Teil 4 meiner Lippen-Journey mit dem Lipflip begrüßen.